Alles ist homemade, alles ist fresh. Also zeig mal Respekt. Es macht Boom Bap und du kriegst eine in die Fresse. Und alles im Drop Top. Ich bin self-made DIY. Tag nach den falschen Antworten auf die Fragen, die sie wollen. Das geht raus an den Pisser mit dem Piss-Test. Ein Tropfen reicht, verpiss dich, kleiner Wichser. Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute Körbe werfen mit Mr. Mike und Jay. Was geht ab? Stell dich vor, Mann. Ich bin Jay, J-Town. Wir sind hier aus Frankfurt, eigentlich aus Mainz. Baller. Sehr coole Story auch, wie ich finde. Das ist jetzt auch schon... Wie lange kennen wir uns jetzt schon so auf Instagram? 2 Jahre so ungefähr, wo wir schreiben? So. Ja, 2 Jahre, anderthalb, und 2 Jahre. Dein Chef, dein ehemaliger Chef, das war ja der Typ, der mich damals begleitet hat zu Dirk Nowitzki nach Dallas damals. Mhm. Ne? Und daher kannte er mich dann schon. Und da war man gleich connected. Ne? Baller halt, connected sowieso. Rapper ist er auch. Und jetzt gerade startet er durch, deshalb gleich mal auschecken. Unten Videobeschreibung, alles verlinkt von ihm, auschecken. Ja, man checkt ab, Homemade EP. Richtig feiner, schöner Sound. Das ist auch ein entspannter Sound, wie ich finde. Ich weiß ja sowieso, vor allem, wo du mir den Track von mir dann gezeigt hast. Ne? Ey, kommt auch was richtig Geiles. Und das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr in Planung. Es ist das, was wir hier gerade machen. Gell? Ein halbes Jahr. Ja, Mann. Mega gehypt. Geil, dass das geklappt hat, dass alle mitgekommen sind hier. Kameramann, alle, hey, mega. Seid gespannt. Ich bin aufs Endprodukt gespannt. Heute der erste Drehtag gewesen. Ja, und ich finde halt deinen Sound wirklich cool und dein Rap ist auch nicht so aggressiv, wie halt die ganzen Rapper sind. Ne? Die einzige aggressive Line, was ich so gesehen habe, ist, wo du einen Postboten einen in die Fresse hauen willst. Das ist doch so. Boah, das ist schon übertrieben. Ich sag nur, der Postbote ist ein Sack. So. Das ist das Gehirn der Gefühle, aber ja. Ja, ey, man kann nicht so Mutterficke Basis. Ja, das ja. ist dieses sehr schön. Gibt's euch, ich find's mega geil. Schöne Beats, gute Raps. Der Track von mir, Bombe, ey, ich habe den auch schon bestimmt 1000 Mal gehört. Meine Kleine feiert den. Dazu gehört geil, einfach das Video. Ist auch geil. Mega, halt. Also jedem, das ist so kindergerecht. Ist kindergerecht, aber das ja, kann trotzdem. Genau. Also, es kann ja trotzdem so, Rap kann cool sein und Rap kann einfach was, einen geilen Sound haben, aber du musst halt nicht unbedingt sagen, dass stimmt, du alles. Du wolltest dem Postboten keine die Fresse hauen. Nee, ich wollte nicht. Ich habe nur das habe ich jetzt wirklich in meinem Kopf ein bisschen zusammengereimt. Aber manchmal, wenn das Paket im Erdgeschoss stehen lässt und einfach mal ja, hochkommen schon. Könnte. Nein, das ist witzig, ist auch witzig gemacht. Ne? Das ist schon cool. Das hat Hand und Fuß, das finde ich geil. Ansonsten, du hast dein Album ist schon draußen. Ja, mein EP ist am 6.5. rausgekommen, da sind 5 Tracks drauf. Mhm. Ja, Mann, und das ist eigentlich ganz cool, weil wir haben uns, also ich habe das mit Olli, der ist hier hinten mit dabei, den sieht man nicht hinter der Kamera, aber wir haben zusammen angefangen, einfach ein bisschen zu, wollten eigentlich nur mal so sagen, komm, wir treffen uns, machen ein bisschen Musik. Und irgendwie ist es dann so gekommen, dass wir gemerkt haben, okay, so, wir haben uns wirklich dann regelmäßig getroffen, haben wir gemerkt, okay, irgendwie, das hat was. Mhm. Und wir haben uns so ein bisschen ausprobiert. So, manche kennen das vielleicht, so ein bisschen hat sich das angefühlt, wie so ein, wenn du was lernst, so ein Projekt für die Schule zum Beispiel, und da musst du ja ein Endprodukt haben, und das ist das gewesen, und wir haben uns dabei ausprobiert und gelernt. So, ja, dabei. Das ja. war schon krass. Und dadurch ist aber auch der Sound schon, geht so ein bisschen auseinander. Das hat alles so ein verbindendes Element, aber trotzdem ist es so, dass die alle ihre eigenen Vibe das so ist haben. Genau das, was du merkst, du hast nicht so einen Standard-Hip-Hop-Sound. Das, ja, ist wieder, das ist wieder was Neues schon wieder. Das ist schon wieder, wie soll man sagen, mir fehlt da der Fachbegriff dazu. Es ist schon Hip-Hop, aber es ist schon wieder was anderes. Ja, es ist, also ich würde auch, ich finde es voll schwer. Ich weiß, also Hip-Hop ist das, worum sich alles dreht, so eigentlich. Ja, aber genau, trotzdem, ja. so eine Genre-Grenze gibt es nicht. Also wenn mich einer fragt, ja, ich bin Rapper, aber ich singe auch so ein bisschen, aber ich bin jetzt auch kein... Ich bin jetzt auch kein Ascher oder so und kann voll was weghauen, aber ich kann jetzt so ein bisschen, deswegen ist es so relativ breit und wir lassen uns halt drauf ein, was passiert einfach. Also wir fangen an, ein Beat zu machen und denken nicht, oh, wir wollen jetzt den Sound treffen, der gerade geil ist, so. Das ist genau dieses Ding, alle rennen mit dem Hype, hört ihr vielleicht ja, auch genau, Mama, so, richtig, weißt ja. du, alle denken, ja, okay, Hip-Hop ist das und das, ja. alles klar, das ja, funktioniert ja, bei ja, jemand ja, anderem, ja, ich mach. Genau, sondern wir legen los schon. Und dann sehen wir, was rauskommt und ja. danach, wenn der Vibe da ist, dann schreibe ich was drauf, schon. Weil dann kriege ich eine Emotion dazu und dann ja. fange ich an zu schreiben und so haben wir einfach... Ja, die Möglichkeit, halt alles zu machen einfach. Ja. Wir wollen uns überhaupt nicht limitieren und begrenzen, weil Musik ist endlos. Also ja, das ja, ist halt so, bist, man kann dich nicht in eine Ecke stecken. So. Ja, du genau. bist echt sehr vielseitig. Und das eine Video, wie heißt das im spanischen Titel? Ist das? Dia de los Muertos. Ja. Kann ich schon mal nicht aussprechen, aber das Video ist sehr fett geworden. Das ist echt gut geworden. Ja, das war ist geil, sehr ja. kreativ und schön gemacht. In der Location haben wir auch eine Release-Party, also die Release-Party gemacht vor 2 Wochen. Das war sehr, sehr geil. Kann man echt so ein Gewölbekeller, das ist ganz ja. nice.
Baller ist er auch. Leider nicht mehr aktiv wegen Knieproblemen. Gell? Das sind immer diese Sachen. Der Klassiker. Oft, ne? Der Klassiker, ja, Mann. Das ist der Klassiker. Ey, das ist der Tod für einen Baller einfach. So schade, gell? Wenn du halt mal richtig spielst und du hast die nächsten Wochen Schmerzen im Knie, das ist Horror. Da hört wahrscheinlich jeder auf. Das tut mir echt sehr leid. Und du hast mir damals mal einen Clip geschickt, wo jemand böse in die Fresse stoppt. Gell? Ja, Mann. Das war auch so ein bisschen, auch so. Du hast so ein bisschen gedisst, nicht gedisst, wie soll man sagen? Wir wollten ja 1-1 zocken gell, und schickte mir halt diesen Clip. Hier, Mike, schau mal. So, darauf lässt du dich ein. Ja, aber das ist auch ein bisschen gefrontet, weil so sieht es nicht mehr aus. Ja, ich habe es eben probiert. Voll gut, aber bin ich ja schon gewohnt. Aber der Dank ist nice. Können wir den hier einschneiden? Den schickst du mir, dann füge ich den hier rein. Geil. Kannst du auschecken. Sehr gutes Teil. Ja. Und da hat man schon gesehen, du hättest echt krasses Potenzial. Das hätte man gern öfter gesehen. Du hattest schon Bunnies auch, gell? Ja, ich war jetzt nicht so ein Shooter oder so. Ich habe viel über Handles, also ich würde sagen, in der Liga, ich habe in der Regio gespielt und dadurch gespielt habe. Also ich habe selten gegen jemanden, der schneller war als ich, der mich halten konnte. Okay. War schon so mein Ding und halt viel mit Übersicht gespielt, aber ich war zum Beispiel halt kein Shooter. Ja. Das war dann auch so das Ding, wussten die Leute, ich bin schnell, dann haben die Abstand gehalten einfach und dann war es nicht so viel, aber brauchte ich auch irgendwie nicht. Also dachte ich früher, wenn ich vorher schlau gewesen wäre, hätte ich geschossen, weil die Kombination daraus, dann wäre was gekommen. Das ist aber das bei vielen Spielern, die schnell sind und überlegen sind, die lassen halt das rausgehen und wissen dann gar nicht, wie man einfacher Punkte machen kann. Ja, genau. Das merke ich jetzt im Alter, du veränderst dein Spiel einfach ein bisschen, gell? Altersgerecht. Ja, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Morgen 1-1 in einer richtig geilen Location. Seid gespannt. Ihr müsst abonnieren, Glocke aktivieren, da kommen echt ein paar coole Videos noch. Ich habe nicht mal Basketballschuhe dabei, aber ja, egal. Das ist halt aber Ausrede, aber egal, aber ich egal. Ich habe gesagt, wir zocken 1-1. Er hat gesagt, ja, nimm keine Basketballschuhe mit. Das ist natürlich, ich brauche keine Basketballschuhe. Schon. Ja, das heißt, der Körbe werfen, du musst ein bisschen werfen. Wir müssen hier ein bisschen werfen. Allerschönste Wetter ist, Sonne geht schon unter, aber es ist noch so schön warm hier, eine schöne warme Brise. Ja, es gibt immer mal so ein Lüftchen vorbei. Schon. Du musst dir ein bisschen was zeigen. Zeig ich schon mal. Guck mal, ein Lefty. Du bist direkt rein. Ah, der erste. Du darfst auch nicht mit Ringberührung werfen. Ich sag ja kein Shooter. Also bist du kein Shooter. Du würdest also dann so mehr in den Post gehen, oder? So gegen mich zum Beispiel. Nee. Eine Hessi, ein Move und dann bin ich. Achso, okay. Immer noch, obwohl du Knie hast. Ja. Okay. Zeit dreimal, wir können nicht mehr spielen als bis 5 wahrscheinlich. Okay, und bis 11 muss schon gehen, bis 5. Echt? Ja, logisch. Boah, die Luft. Auch, ja. Werden wir sehen. Dann wird es mir morgen gescheit heiß machen. Das kannst du glauben, das ist wenig Luft. Ich könnte mich nochmal blamieren und versuchen zu danken. Hab ich ja eh schon gemacht, aber ich glaube, das ist. Morgen bist du warm. Ja, morgen in der Halle vielleicht. Alter, ich hab gar nichts. Kennst du das von früher, dass wenn du Krafttraining machst, oben am Oberkörper, dass der Blut schlechter wird? Nee, weil ich hab kein Krafttraining gemacht, guck mal. Ich hab keins gemacht. Was ich zum Beispiel nicht mehr kann, ich mache, gibt der Ball sehen, kannst du das Ding da hinten einklemmen? Muss Yoga machen. Ich mache ja jetzt Yoga. Yoga ist mein Ding. Dann probier mal, kannst du das? Kennst du das? Hier klemmen und so. Ja, warte. Lass zusammen. Ja, so, ja. Klar, warte. Ja. Alter! Ist schwer, gell? Bisschen weiter runter? Nee, es geht nicht. Ich bin zu breit. Ja? Ich bin zu breit. Ich auch. Ich bin zu breit. Komm mir auch so. Seit wann spielst du nicht mehr aktiv oder spielst du nicht in der Liga? Nein, in die Liga gehe ich nicht mehr. Da habe ich keine Zeit und keine Motivation. Das ist doch keine Kohle, weißt du? Ich will nur Videos machen, was ist die Kohle? Für die Liga muss der sogar noch was zahlen bei uns. Echt? Das muss der Beitrag, echt? Wenn du in der ersten Mannschaft irgendwo spielst. Ja. Aber da musst du schon, glaube ich, und höher den? Als Regio, dass du, glaube ich, nicht zahlen. Ich habe keinen Beitrag gezahlt. Ja, dann bist du ein Star gewesen. Ja, bei uns musst du schon überall. Aber wir mussten unsere Halle selber aufbauen und so. Also das ist schon trotzdem. Ja, okay, das musst du da auch noch. Ja. Ich weiß nicht, ob welche Liga das nicht. Aber das ist genau das Ding, warum ich auch diese Knieprobleme habe. Ich habe, wo ich gespielt habe. Shoutout ASC Mainz. Vielleicht ist jemand da, der den Verein kennt. Oder vielleicht guckt sogar jemand vom ASC. Wenn dann, Shoutout auf jeden Fall. Aber der Verein ist halt so.
also Mainz ist ja jetzt auch keine große Stadt irgendwie so, Mainz. Aber es ist schon. Kennt man schon so vom Namen her? Ja, Mainz kennt man, aber ist nicht groß. Also ist wie viele Einwohner? Ey, das fragst du mich jetzt hier vor Kamera oder was? 30.000. Keine Ahnung. Nee, mehr, oder? 30.000? Ich kann es gar nicht. Ich kann nicht mal eine Menschenmesse. Bei der Release Party waren zum Beispiel so, haben wir gesagt, zwischen 80 und 100 Leute da, aber ich kann es auch. Trotzdem waren da. Ja, so 80. Ja. Schon, aber, nee, was wollte ich sagen? Achso, ja, das, der Verein ist halt so, gerade so diese Grenze von Amateur zu ein bisschen professionell aufgestellt, der Verein. So dass wir halt, ich hatte viermal die Woche Training in der Zeit, wo ich Jugend und gespielt habe. Da war es dann auch sechsmal die Woche, weil vier Tage und an zwei Tagen doppelte Einheit und zwei, drei Spiele am Wochenende, weil man den Mensch. Und so habe ich gespielt. Hast aber nicht mehr dafür Kohle gekriegt, oder? Nee, das sowieso nicht. Und was auch dazu kommt, ist, du hast nicht den ganzen Support, den du außenrum hast, dort im Weise, wenn du irgendwo höher spielst, dann hast du die ganzen Athletiktrainer und so. Das hatten wir auch und so. Das hatten wir alles, aber ich meine, es lag auch an mir. In der Zeit, wo die anderen sich gedehnt haben und so, habe ich halt irgendwie versucht, hier die Dings hier between the legs, zack. Mhm. Oh, nice, der war aber easy. Ja, geht. Der war aber easy. Aber das ist der Ball, weil das ist der Ball. Ja, der Ball auch ein bisschen lang. Also, ich habe ja viele gesehen, auf Insta und so, die sagen, der Ball ist geil, ja, und ich habe den jetzt zum ersten Mal in der Hand und der ist krass. Okay. Also meine Handles sind echt, ich kann wirklich nur, keine Ahnung, ich pack ein, zwei Mal im Jahr den Ball in die Hand. Ist, so. Ja, der ist echt gut. Aber hier trotzdem fühlt sich geil an, weil der einfach klebt. Und das ist keine, so, ich mache keine dumme Werbung irgendwie gerade dafür. Nein, du hast den echt wirklich sehr oft. Ich merke die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit oben drüber geguckt. Ich guck mal jetzt so direkt in die Kamera rein. Aber ich wurde auch von allen anderen gelobt, daher das ist echt gut, der Ball. Nee, der ist wirklich, der ist geil. Aber ich weiß gar nicht, ob ich meinen anderen Punkt zu Ende gebracht habe. Aber ist, ach genau, daran lag es, dass ich mit meinen Knien und so die Probleme hatte. Mhm. Weil ich so viel trainiert habe und so viel gespielt habe und so. Trainiert, ja, ja. Und habe aber nicht diesen ganzen das Zeug drumherum gemacht, was man machen muss. So. Jetzt mache ich Yoga, wie gesagt, das hätte mir wahrscheinlich geholfen. Bei meinem Rücken ist gleich, ich habe nie aufgewärmt. Ja, Mann, kein Aufwärmen, kein Stabi, kein Dehnen und so. Und dann kriegst du die Packung halt so dafür. Ja, das ist das. Das ist echt. Aber im jugendlichen Leichtsinn bedenkst du sowas nicht. Ja. Ja. Ja, du bist unkaputtbar. Ja, selbst wenn du nochmal zurückreisen könntest und du würdest mit dir selber reden, du würdest nicht auf dich hören, glaube ich. Ja, ich glaube nicht. Meinst du? Ich glaube nicht. Also ich würde, glaube ich, nicht auf mich hören. Ich würde sagen, hey, komm, alter Mann. Wenn du selber zu dir kommst, ja, und du weißt, du bist es. Ja, ja. Trotzdem nicht. Ich glaube nicht. Ich stelle mir oft diese Gedanken so, glaube nicht. Ich weiß nicht. Weiß nicht, okay? Ich glaube aber nicht. Ich weiß es nicht. Ist die Frage erstmal, ob du dir glauben würdest, wenn da einer kommt und sagt, ich bin du aus der Zukunft. Alles. Das sind viele Faktoren hier mit einem. Ja, vielleicht. Ne? Ja, wobei alle sagen, ich bin jetzt 29 mittlerweile und bei der Release-Party. Du bist mit 29 auch krass, gell? Wann hast du mit den Knien angefangen? Mit 23 habe ich aufgehört, das hat aber mit 20 schon angefangen. Ich habe drei Jahre trotzdem damit gespielt, weil ich keinen Bock hatte aufzuhören. Das ist hart, ja. Aber, und es war immer so, dass ich, wenn ich kalt war, dann hat es wehgetan. Wenn ich im Spiel war, dann war es weg. Ich weiß nicht, ob es eine Mischung war. War wahrscheinlich Adrenalin-Mischung und einfach warm sein. Dann, wenn wir in die Halbzeit reingegangen sind und gelabert haben und dann raus wieder aufgewärmt. Der erste, wenn du erstmal kommst, der Lockere, den du aus der Kabine rausnimmst, erst so runter. Ich bin runtergegangen und wenn ich hochgehen wollte, dann hat es wie so ein Messer reingeschossen. Das waren so die Dinger. Aber das habe ich zwei, drei Jahre gemacht. Aber also Geschichten höre ich schon nicht. Ich kenne die schon. Ja, aber Lisa, ich bin 29 und die bei der Release-Party war zum Beispiel jemand, die hat mich gefragt, weil wie alt ich bin und hat mich auf 20 geschätzt. Ja, schon, hätte ich auch. 25 hätte ich gesagt. Ja, stimmt, und du hast 25 gesagt. Ja, deswegen, also ich hab, vielleicht hätte ich mich noch wiedererkannt, wenn ich aus der Zukunft gekommen wäre. Boah, das wird krass geblitzt. Hier geht's jetzt gleich ab, oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Ein Gewitter, Mann. Lang haben wir nicht mehr. Noch ein Ding zur Rap-Karriere. Ja. Hast du vor, davon zu leben? Wäre das ein Traum? Was sagst du? Das ist natürlich ein Traum. Auf jeden Fall. Also, das ist eine Leidenschaft. Ja, ich merke auch, Basketball war für mich mein Leben immer so. Mhm. Bis halt paar 20 oder Anfang 20. Und auch früher so, ich will in den NBA und so. Und das hat man zwar gesagt, aber ich habe eigentlich nicht die richtigen Sachen dafür gemacht. Mhm. Und jetzt ist halt so, ich habe mit der Musik jetzt wieder diese Leidenschaft, die ich damals hatte. Und ich merke auch, das gibt mir nochmal was anderes auch. Weil Musik hat noch diesen Emotionen. Ich meine, Basketball hat auch was Emotionales. Aber diese Klänge und so, das berührt anders. Mhm. Also ich merke das einfach, dass es mir noch was anderes gibt. Auch jetzt auf der Bühne. So, ich bin nicht aufgeregt, weil vor Basketballspielen war ich immer so krass aufgeregt. Mhm. Bevor ich auf die Bühne gehe, null. Echt? Gar nichts. Okay, also wirklich gar nichts. Und dann beruhige ich auch alle Leute um mich rum und dann machen wir was Geiles, haben wir eine geile Show zusammen. Ist doch jemand, der oft live performt? Ich habe jetzt noch nicht, also ich habe jetzt sozusagen
in dem letzten Monat ungefähr so dreimal performt. Mhm. Und ich habe halt jetzt auch erst angefangen, weil ich halt auch als J-Town jetzt erst seit März so draußen bin. Aber ich nehme jetzt alles mit, was geht, weil es einfach geil ist und Bock macht. Und ich will halt nicht, was ich mir immer sage, und da merke ich einfach, dass mich das immer wieder zum Hustlen antreibt, ist, ich will nicht diesen Fehler machen, den ich beim Basketball gemacht habe. Weil ich weiß, dass ich auf jeden Fall Talent hatte. Ich habe aber halt nur auf Talent gespielt und dafür aber hoch, aber trotzdem nicht hoch. Das war das, wo du mir gesagt hast, du machst Musik, du fängst damit an und hast ja echt lange Vorlaufzeit gehabt. Bis jetzt, wo du alles released hast, hast du die Tracks ein halbes Jahr vorher schon fertig gehabt? Ein Jahr vorher waren die fertig. Das ist voll krass, gell? Du hast was ein Jahr, schon vor einem Jahr fertig, kannst es aber noch nicht releasen, wenn du alles sammelst, ne? Dass du dann richtig droppen kannst. Wir wollten schon so, dass wir mit einem Bang rauskommen und einfach direkt von Anfang an das und so. Ja, wir werden jetzt bis Ende des Jahres noch ein paar Tracks releasen auf jeden Fall. Und dann nächstes Jahr wollen wir auch an einem Album arbeiten. So, also da sind schon... Und also ich stehe morgens um 5.30 Uhr auf, so vor meinem anderen Job, so, den ich jetzt habe. Ja, ist auch krass. Um halt meinen Kram zu machen. Ich schaff's auch nicht, ich mach's auch nicht immer durchgehend. Ich habe Phasen, wo ich das auch mal weniger mache. Manchmal ist es auch was ich jetzt langsam lerne und akzeptiere, dass man auch nicht immer Vollgas geben kann. Ja. Dass man sich auch mal Ruhe gönnen muss. Das ist aber das auch bei meinem YouTube-Ding. Du musst halt oft auch weniger Schlaf in Kauf nehmen, weil sonst kommst du nicht dazu. Fulltime-Job, du hast keine Chance, dass du so einen 24-Stunden-Tag alles reingepackt hast. Und wenn ich damit nicht irgendwo hinkommen, wenn ich nicht irgendwo hinkommen wollen würde damit, dann würde ich mir das auch nicht geben. Ja. So, also, das stimmt, klar, anders. Ich bin auch überzeugt von meiner Musik. Ich weiß genau, was du meinst. Deswegen ist auch so, ich weiß die Arbeit, die ich reinstecke. Also ich weiß, wie viel Arbeit ich da reinstecke. Und feier meine Musik natürlich auch selber und krieg's auch zurückgemeldet und so. Und das ist einfach, das treibt mich an, dass ich weiß, okay, ey, es ist Consistency, es ist Weitermachen, es ist so Vertrauen, Schritt für Schritt jeden Tag ein bisschen weiterzukommen. Ja. Man kriegt von überall immer so erzählt, oder also, das heißt immer von überall, aber oft ist das so bei uns, glaube ich, in der Gesellschaft, dass es so heißt, das schafft man nicht, ist so weit weg. Und die Leute sagen dir, das geht nicht und so, aber du musst einfach nur weitermachen, du musst selber auf dich vertrauen, dass du das hinkriegst und so. Also auch wenn irgendjemand da draußen irgendeinen Traum hat oder irgendwas machen will, das ist auch kein dummes Gelaber so, das ist einfach, man muss das einfach machen und man muss das in die Hand nehmen und auch wenn andere Leute sagen, so, das wird nichts. Machen. Man gibt dir, wie lange ich meinen Scheiß schon mache, gell? Das sind auch schon fast 12 Jahre so, immer mehr gesteigert und jetzt bist du auf einmal drin, wo du sagen kannst, ja man, es läuft eigentlich schon vor sich hin, gell? Ja. Auch so ein Ding. Aber 12 Jahre musst du erstmal durchziehen, gell? Das ist auch so. Ja, und viele hören viel früher auf, weil die sagen, richtig, ja okay, ich bin ja nicht über Nacht, das ist Basketball. Und dann denkt man, ja, es klappt ja halt auch nicht. Aber nee, es liegt einfach aus Zeit. Und wie viele Jugendliche spielen Basketball bis 20 und dann merken sie, okay, Profi ist nichts. Dann machen sie, hören sie wieder auf. Das ist voll oft so. Das ist zum Beispiel auch ein Ding. Ich war ja dann in der Regionalliga. Und damals dachte ich auch, okay, ich habe jetzt den Zug verpasst, um irgendwie wirklich das auch als Profi zum Beispiel zu machen. Mhm. Ich weiß aber heute mit 29, ich hätte auch auf dem Niveau, an dem ich damals war, und wenn ich dann mit 23, wo ich dann natürlich aufhören musste, auch so, ich weiß einfach, für meine Knie war das nichts, hätte ich auch noch die Möglichkeit gehabt, wenn ich es wirklich wollte, einfach Arbeit reinzustecken und nochmal irgendwie auch mehr damit zu machen. So, das denkt man dann, denkt man schon, oh, ich bin jetzt schon 23. Ja. Das ist auch so ein Ding. Ja. Man denkt immer, man muss so früh irgendwas machen. Richtig, so. Man hat so viel Zeit im Leben. Ja, viel Zeit im Leben, das ist, wenn du 40 bist, dann... Ja, okay, gut. Dann änderst du deine Denkweise und denkst du, okay, so viel machst du dann nicht mehr. Du bist erst 30, lass erstmal das auf dich sacken und dann... Ja, hast recht, vielleicht bin ich da, jetzt sage ich das noch so, aber... Ja, das habe ich damals mir auch gedacht. Okay, mit 30 habe ich nicht mehr gedacht, dass ich im Basketball viel reißen werde. Also so, dass dieses Social-Media-Ding noch so mich pushen wird oder so. Habe ich damals auch nicht gedacht. Zeiten ändern sich. Ja, Mann. Ja. Also es wird dunkel, Gewitter kommt. Wie gesagt, auschecken, Jay unten, alles verlinkt. Mucke auschecken. Seid gespannt auf den Mr. Mike Track. Ich sag euch, der ist so killer, Alter. Also, dass du mir den damals geschickt hast, also im Auto bist du hergekommen, hast mir den mal vorgespielt im Auto, Alter, von der ersten Sekunde. Bäh, ich hab gedacht, was geht ab? Da kannte ich von ihm ja noch nichts, gell? Wenn jemand sagt, hey, ich habe den Rap-Track gemacht, denkst du, ja, cool. Da will ich auch auf jeden Fall auch noch mal was fragen, weil wir da vorhin drüber gesprochen haben, als wir hergefahren sind. Weil wir haben uns ja sozusagen nur über Insta so, da kann sich theoretisch jeder dahinter verstecken. Richtig, genau. Und als wir das erste Mal hierher gekommen sind, haben wir auch wirklich, bis du da warst, noch wirklich noch auch mal so gedacht,
kommt der wirklich so? Echt jetzt? Ohne zu sagen, so, du wirst es machen, aber ja. Man weiß es ja nicht. Ja, ja. Auch ob du vielleicht irgendwie denkst, dass wir Scheiße labern oder so. Das habe ich noch nie bei jemandem gemacht. Das habe ich auch auf den Videos gesagt, wenn jemand mit mir zocken will oder sonst was, da bin ich auf jeden Fall am Start. Ja, ja. Ne? Wenn jemand mit positiven Vibes natürlich kommt. Ne? Nicht irgendwie so, hey Mike, mach dich alle. Komme ich natürlich nicht. Ja, nee. Alles aber ist geil, ist schon cool auf jeden Fall. Ja, Mann, das ist echt fett. Ey, der Track, ey, ich sag's dir, meine Kleine liebt den auf, der wird so auf dem Auto auch gepumpt, wenn sie sagt, ah, oh, Papa, Mr. Mike Track. Und dann immer, oh, wieso ist der so kurz, Papa, wieso ist der nicht länger? Mega, checkt aus, checkt das Video aus, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern nach diesem Video hier, aber deshalb abonnieren, Glocke aktivieren, alles auschecken, ja, Mann. Liebe da lassen. Mainz represent, let's go. Peace. Und im Dunkeln hier. So sieht's aus, ja. So sieht's aus. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. 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 Mike, Mike.